Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zu einem Experiment. Die Cheater-Debatte bei Counter-Strike ist ja unendlich. Man spricht immer von den Hackern, es ist alles voll mit Hackern und vor allem ist dann auch immer wieder die Frage, wie kann das Spiel überhaupt noch neue Spieler hinzubekommen, wenn doch jedes Spiel komplett verhackt ist. Also sprich, jeder Neue, der dazukommt und ein einziges sein erstes Spiel macht, sofort kaputt gehackt wird. Diese letzte Sache möchte ich mir jetzt mit euch zusammen anschauen und zwar, wie ein brandneuer Account gehandelt oder gehandhabt wird vom Spiel. Habe ich jetzt gleich die absoluten Kacknasen am Start oder ist alles cool? So Leute, starten wir das Experiment. Ich werde jetzt erstmal aufleveln müssen. Also mache ich jetzt mal ein bisschen Deathmatch. Mal gucken, ob sich da dann schon jeder dreht oder ob ich ein ganz normales Spielgefüge haben werde. Man beachte, dass ich kein Prime habe. Nur nochmal erwähnt, ja. Ist Non-Prime gerade hier. Also gefühlt möchte ich gerade schön schwimmen gehen, aber ich heb meinen kleinen Zeh in so einen Gülletank rein. So ist es im Moment mit Non-Prime, ne? Da kommen schon die ersten Achievements reingehagelt. Ich stelle zumindest mal auf Random Weapons. So, komm. Lalalalalala. Ja, kommt mal her, ihr Stinker. Oh, beide umgehustet, Alter. Shit. Ich gehe jetzt mit Negaping AWP. Easy! Oh, ich glaube, ich bin der Hacker hier. Da oben ist einer. Geh weg, Mate, geh weg. Mach du den. Ach, das ist ein Boss. Wow, 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 wow. Kleines Update zwischendurch. Also bis jetzt ist alles in Ordnung. Ich weiß nicht, wie das mit der Rankung ist, also was für Leute man hier bekommt in diesen öffentlichen Modi. Ob sich das auch irgendwie am Rang oder am Können des Spielers, mir fällt gerade das Wort nicht ein. Oder ob es einfach random ist. Hinter mir ist einer gespawnt. Okay, ja gut, ich bin gerade ziemlich am Abdrehen. Aber es sind noch ganz viele Bots dabei. Tiervölker rasseln gerade rein. Weißt du, der Account ist direkt nach dem Spiel besser getrustet als mein Main. Ich weiß nicht, ob das Video, von dem ich jetzt gleich spreche, schon kam oder noch nicht kam, aber dieser Account wird dann auch dieser Only-Trade-Account sein. Aufgrund des API-Scams und so weiter werde ich hier auf diesen Account die Skins ziehen, die ich vorbereite für die Giveaways und von diesem Account wird dann auch ausschließlich getradet. Auch wenn ihr Trades an mich habt, könnt ihr die dann immer an diesen Account schicken. Ja, May, moin. Ich gebe ihm einfach nur einen Foot-Shot. Ein Foot-Lage-Shot. Also bis jetzt habe ich wirklich ein gemütliches Spielgefühl. Ich weiß nicht, inwiefern es Hacker überhaupt in Arms Race, Deathmatch und so weiter gibt. Also mir haben schon ein paar Leute gesagt oder mich gefragt, wie man in diesem Modi denn bitteschön reporten kann, weil sie hätten wohl Hacker gehabt. Wobei ich da wiederum nicht weiß, ob es dann einfach nur jemand Gutes war oder ob es halt wirklich Hacker waren. Aber ich nehme an, hacken kann man natürlich überall in jedem Modus. Nur ob es dann so viel Sinn macht, sich in diesen Deathmatch-Dingern auszulassen. Dafür wäre es wichtig zu wissen, warum der Hacker denn hackt, ne? Also einfach nur, um seinen kleinen Schniedelwurst auszukompensieren, dann ist der Modus wahrscheinlich egal. Aber wenn er nicht nur die kleine Wurst, sondern eben auch darüber hinaus halt im Competitive gewinnen möchte, dann spielt er natürlich nur im Competitive mit seinen Hacks und dümpelt nicht im Deathmatch rum, weil es halt irgendwie sinnlos oder witzlos ist. Later! Ich müsste eigentlich einiges an Erfahrung sammeln hier mit dem Spiel. Drufke, Turnter, Turn-on, Dave. Reports incoming. So weit, so gut. Also einer war dabei, der auch richtig gepresst hat. Der hat sogar einen Killy Vanilli mehr als ich. Mal gucken. Also ich muss auf Rekrut Rang 2. Das heißt, ein weiteres Spiel. Und dann sollte ich eigentlich bereits im Matchmaking-Pool drin sein. Beziehungsweise Matchmaking spielen können. Ich werde den Account dann natürlich auch prime und so weiter und so fort. Der wird komplett feste aufgebaut, um eben als Trade-Account auch korrekt genutzt werden zu können. Mal schauen, ob jetzt irgendwas... Oh, oh, oh. Ist hacking! Ist hacking! This must be hacking. Mal gucken, ob es jetzt schon einen gibt, der halt wirklich irgendwie anhaben sollte. Okay, eben hat meine Mademoiselle angerufen. Pram, another. Oh. Sag mal, Hector. Ich brauche jetzt nochmal so. Wie viele Punkte hatte ich eben? 300, 400, 500? Ich muss mich jetzt noch ein bisschen reinhängen, die letzte 5 Minuten, Leute. 500 Punkte. Komm, mon, dude. Oh, AUP, Alter. Oh, oh, oh. Das wird eine haarige Runde für die Jungs. Oh, shit, dude. Hier jetzt sogar zwei Leute, eigentlich, na gut, eigentlich war es hier schon ziemlich homogen, wie es hier so langsam hochgeht. Wer weiß, wann die unteren eingestiegen sind, also man merkt jetzt schon, vielleicht, ist es auch einfach nur Zufall, eine kleine Anpassung, der Skills oder sowas. Oh, Ries hat nicht gereicht. So, komm jetzt aber, Level 2. Ja, na alla, ich habe sogar einen Drop bekommen. Ein Graffittelchen, die wird direkt ausgerüstet. So, dalle. Jetzt können wir im Competitive rein regeln, ohne Prime. Das fühlt sich jetzt für mich natürlich komplett sinnlos an. Also es geht gegen meine Natur. Prime ist gleich Hacker. Ich werde jetzt hier wahrscheinlich 9 Hacker bei mir in der Lobby haben. Aber da muss ich jetzt durch. Ich denke, ich werde 3 Spiele machen ohne Prime.
und danach dann 3 mit, um zu gucken, wie der Unterschied ist. Wir stürzen uns jetzt mit dieser Map-Auswahl, das 2 will ich nicht wieder reinnehmen, obwohl es die Cheater-Map schlechthin ist, ich weiß. Wobei sich ja langsam herauskristallisiert, dass Mirage wohl die Cheater-Map schlechthin ist. Also ich werde jetzt diesen Map wohl nehmen und reinkloppen. Ellie, go! Ich bin jetzt wahrscheinlich gleich der einzige Legend in der Hacker vs. Hacker-Runde. Mal gucken, ob sie was sagen. Achtung, hello Team. I go away. Hello guys, Purple, why you spin? Now they started spinning too. Scheiße, Geschirr! Spinbot gegen Spinbot. Counter-Strike. Super Ding. Also 2 Hacker haben wir schon mal drin. Und zwar einen Spinbotter bei uns und einen im Gegnerteam. Amazing. Guck ihn dir an. Das spinnt er von dannen. Was heißt das jetzt für Counter-Strike? Tja, nichts Gutes. Ich werde jetzt nach der Runde noch eine machen, um zu gucken, ob da auch direkt wieder Hacker mit drin sind. Als wir den Account von meiner Freundin eingespielt haben, hatten wir keine Hacker-Matches, aber ich habe hier halt auch direkt Prime gekauft. Ich werde natürlich selbst auf diesen Account noch Prime kaufen, wie auch immer. Und dann im direkten Vergleich gucken, wie ein Prime-Match zu diesem Non-Prime-Match aussieht. Aber ich werde schon noch einen Non-Prime machen, wenn nicht sogar 2 weitere. Ich habe schon gefragt, ob wir einfach aufgeben sollen, ne? Weil es ist ja Quatsch, hier weiter zu spielen. Aber sie möchten nicht aufgeben und man kann scheinbar auch nur aufgeben, wenn mindestens einer gelieft ist. Das wusste ich gar nicht. Ich dachte, man kann immer aufgeben. Also wäre ich ein ganz neuer Spieler, würde ich jetzt hier an der Stelle wahrscheinlich, sofern ich nicht unbedingt weiterspielen will, einfach aufhören. Also ich hätte das Spiel jetzt hier niedergelegt und nicht mehr weitergespielt. Ich reporte unseren schon mal, das ist der mit dem deutlich stärkeren Hack. Der andere kommt da irgendwie nicht so gut bei rum. Wenn man natürlich unbedingt CSGO spielen möchte, dann gibt man logischerweise nicht direkt auf, zumal man dann hoffentlich auch schon die Info hat, dass man eben auch in einem gewissen Bereich nicht mehr mit so vielen Hackern zu tun hat. Aber dennoch ist das für Neuankömmlinge natürlich der Tod. Guck dir mal unseren Dödel an. Tja, es sind sogar 2 Hacker bei den Gegnern. Tja, wie sich über die Zeit herausgestellt hat, ist jeder Einzelne bei mir im Team am Hacken und Orange, den habe ich mittlerweile komplett gemutet, postet ständig Werbung für Hackseiten. Des Weiteren wurde ich jetzt eben gekillt. Ein wunderbarer Start in die CSGO-Karriere, oder? Meine Prophezeiung von vorhin hat fast getroffen. 9 Hacker sind es nicht, aber es sind 2, 3, 4, 5, 6. 6 Hacker. 4 Mitspieler hacken wahrscheinlich nicht. Also hier Cash, Poo, Seal und ich. Dieser Yu hat auch ganz lange so gewirkt, als hätte er nicht gehackt, aber der hat den Wallhack des Grauens. Ganz wichtig wird dann jetzt der nächste, also der zweite Test, und zwar, ob es mit Prime besser wird. Also deutlich besser oder gar nicht besser. So, endlich ist es vorbei. Ich werde jetzt noch 2, 3 weitere von diesen Spielen machen, aber nicht jetzt heute, das hat mir jetzt erstmal gereicht. Und dann Prime kaufen, um zu schauen, ob sich durch Prime etwas ändert und wenn ja, wie gut. Also wenn ich mit Prime alle 3 Spiele dann unbehackt durchspielen kann, dann würde ich sagen, ist schon nicht schlecht, wenn nicht, dann nicht. Erstes Fazit, und das ist auch keine große Neuigkeit, für neue Leute kann es ganz schnell richtig widerlich werden. Ich hatte ja mal eine Überlegung oder eine These, dass vielleicht Trust am Anfang Leute so einrankt, dass sie ein Stück weiter oben stehen und dann, je nachdem wie viele Reports sie bekommen, ganz schnell den richtigen Trust-Faktor zuweist. Das scheint nicht der Fall zu sein. Ich war jetzt ja wirklich im untersten Sumpf der Hacker. Ja. Gut, Leute, wir sehen uns dann gleich wieder im Livestream ab 18 Uhr. Natürlich hackerfrei dann, hoffe ich doch, mit Giveaways und so weiter und so fort. Bis gleich.